Assalamu alaikum, meine Lieben. Danke, Mel. Jumbo. Sowas kann ich meinen Kindern nicht geben. Das ist mein absoluter Traum. Die italienische Ferrero. Das ist meine Lieblings... Das kann ich gar nicht glauben, dass es auch... Ach was, Ravello gibt's auch. Aber Ferrero ist das Beste. Was ist das? Ravello und Ferrero, schön weiß. Ich kann das gar nicht lesen. Was will ich aufmachen? Haselnuss. Das ist doch auch Haselnuss. Ach, weiße Haselnuss. Oh Leute, das esse ich jetzt alles alleine. Da brauchen wir nicht wundern. So dreimal gesündigt in 5 Wochen. Super. Leute, wie willst du da abnehmen kommen? Und das Argente, das esse ich jetzt auch noch. Nein, ich bin nicht schwanger. Ich habe ein Fressflash jetzt, wenn so viele gute Sachen kommen. Guckt euch die ganze... Oh nein, ich bin kein Schwab. Guckt euch das ganze Ding an. Das ist ein Lappe. Oh nee, das ist wie Nutella pur. Tür ist abgeschlossen. Hände mit der Glotsch. Wo kommt es her? Innsbruck. Hä? Österreich. Frankfurt am Nil. Ja, wo jetzt? Salz hat es auch drin. Zucker. Egal. Wenn ich es nicht heute esse, esse ich es morgen. Was? Was weg ist, ist weg. Eine der besten Schokoladen, die ich je gegessen habe. Danke, Mel. Ich heul gleich. Mal näher ran da. So, Gott sei Dank. Bismillah.
Es wird natürlich ein bisschen unhygienisch zu essen. Da steht nichts auf Deutsch drauf, was ist da los? Da. Jumbo, super. So klein wie möglich. Und jetzt D'Argento. Schmeckt auch noch gut mit ein bisschen Schokolade dazwischen. Leute, jetzt wird es nicht für jedermann geeignet. Wenn man Diäten macht und ein bisschen sündigt, na und? Und steckt man halt ein bisschen in der. Min! Isaiah! Gottzeit! Ich bin beschäftigt. Ich arbeite. Nein, ich habe keinen Löffel da. Ich bewege mich dann in die Küche. Dass einer sehen kann, was ich hier in meinem Bett. Schlabulier. Mein Löffel ist der Finger, aber ihr seht's nicht. Ich glaube, eine reicht mir schon. Ich bin jetzt babsatt. Da kann stolz sein, Jerome. Wie du das durchhältst. Eben nicht. Wenn so Sachen kommen, weißt du? Eine Olive habe ich auch schon probiert. Ich mache nochmal eins auf, komm. Zu Dank noch nicht. Was sagt ihr? Die Verrückte. 8 Minuten Zuglotze wäre einer. Aus Deutschland. Ich wusste nicht mal, dass es sowas gibt. Das war ein Kulturschock. Ich liebe euch, dass ihr immer an uns denkt. Wir leben hier im Busch, weißt du? Wir können nur das kaufen, was wir halt da sehen. Argenti gibt es hier noch nicht. Ferrero Rocher gibt's, aber teure Sachen. Ja, die kommt da nicht so nein. Das schmeiße ich schon. Ich esse noch eins, komm. Aufstrich. Das gleiche nochmal. Alles verwertet werden. Alles geschleckert. Schreibe manche, ich geht. Hast du nicht gelernt, mit Gabel und Messer zu essen? Doch. Aber wir sind in Egypt, da läuft es anders. Da ist gerade ganz viel reingeschwapst.
Darf man nicht ersticken, Troll, live in der Mukbang. Eigentlich müsste man das zuerst essen. Min! Younes? What you need? What you need? I'm busy. What you need? Schon weg. So schnell geht's. Ich bin beschäftigt. Bleibt es immer da hängen? Macht doch da gar nichts. An der Nase. Oh. Sind so Goodies, die kann man nicht. Aber den Rest lasse ich für die Kinder. Aber meine guten Soßen, alle in Sicherheit gebracht. Das ist. Kann man ja nicht einfrieren, schreibt man in die Kommentare. Weil ich will das erst so. Wenn ich 70 Kilo habe, will ich anfangen, mal so zweimal die Woche normal zu essen und dann wieder Fleisch. Gucken, wie es läuft. Und dann müsste ich das einfrieren. Das wäre auch eine gute Wasserschale für die. Jetzt wollte ich schon das Kopftuch ausziehen und da. Das ziehe ich jetzt aber gleich aus und kommt in die Wäsche. So, wir haben nichts gemacht. Saubere Finger, alles weg. Ne? Eins habe ich noch übrig. Ach, was, komm. 26. Noch 2 Jahre warte. Wenn schon, denn schon. Wenn das in Duftröhre geht. Da hast du ausgebuckmankt, muckbankt. Naja. Ist doch ganz nett so. Also mein Magen, der ist noch leer. Die sitzen eh alle wieder draußen und plalabern. Das gibt mir nichts. Rumgelalle, bla bla bla. Redest du über Autos, die sie nie kaufen? Über Klamotten, die sie nie kaufen? Über Schuhe, die sie gesehen haben, nie kaufen. Alles unnützes Zeug. Wo eh nichts bringt. Red doch über Sachen, die du gekauft hast. Und zeig's. Nicht darum. Ich hab was gesehen in der Stadt, das war so und so. Und die Männer das gleiche mit den Autos. Oh, da war ein super Auto, das ist. Was haben wir denn von der Information, dass wir wissen, wie das Auto aussieht? Gar nichts. Ich finde es so tot langweilig, die Typen. Ihre Gespräche. Wenn es über Politik geht, bin ich raus. Tschüssinger. Das ist alles. Da gucke ich lieber meine Krimis unter der Klimaanlage. Gell, Mimmel? Es ist einfach. Also, Mel, ich danke für diesen Augenschmaus, Gaumenschmaus, Magenschmaus, süße Maus. Mua. Jetzt wieder am Kopftuch abwischen, das ist so ein gutes Ding.
Und dann kommt Windwäsch. Fertig. So machen wir das, wenn wir keinen Lappen haben. Und siehst du was? Bissle, jetzt hier. Normal macht man das von innen, weißt du, so. Von außen. Außen hui, innen pfui. Kleiner Geheimtipp. Ich glaube, das macht eh nur ich. Oh mein Gott. Also, Mukbang. Gesündigt. Ich überlege gerade, was kann ich noch sündigen, wenn ich schon dabei bin. Oliven habe ich schon probiert. Alles andere, die Süßigkeiten, diese Gummibärle ist nichts für mich. Ja, ich gucke mal, was mein Mann treibt. Ja, wollte noch mal so ein paar Videos sehen, wie ich sündige. Die kommen natürlich nicht oft, einmal im Monat oder so. Nee, wie jetzt zum Beispiel. Ganze Tafel Schokoladen, Jumbo-Riegel und drei Argent. Mir ist leicht übel. Aber zufrieden. Maschilema, boy, boy. Und alles halal natürlich. Hoffe ich doch, 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 doch. Der Mel kann man vertrauen, die glotzt überall. Ja, Alhamdulillah. Boy. Schreibt mir die Kommentare. Und liken nicht vergessen, das vergesse ich immer zu sagen. Mensch, like doch das Video. Support, support. Ist umsonst, kostet kein Meter was. Komm, ihr Schwabe, einmal draufdrücke. Und bei der Amina fehlen noch 15 Leute oder 13. Drückt dort drauf, abonnieren, das kostet nichts. Das ist nicht weiter wie bei der Revue, wo du da ein Abo hast für 3 Monate oder was und musst dann einen Brief schreiben, dass sie kündige. Da geht der Brief verloren, hast wieder 3 Monate, musst zahlen, wird abzogen und. Das geht ganz einfach. Drücke, abonniert. Nochmal drücke, deabonniert. Aber am besten. Du drückst abonnieren, dann gehst du nochmal auf abonnieren und dann kommt die schwarze Glocke. Und dann gehst du auf die Glocke, dann gehst du auf, die muss ausgefüllt sein. Dann wirst du auch immer informiert, wenn wir online kommen. Ne? Bei Ägypten Vlogfamilie und bei Die Deutsche am Nil. Ja. Manchmal flippen wir aus, manchmal heulen wir bei unserem Teekäffle jeden Abend 8 Uhr. Wenn es klappt, familytechnisch, ne? Oder müdetechnisch oder reisetechnisch. Ne, kommen wir aber online. Ja. Also, jetzt muss ich mich bis alle Sachen aus den Zähnen raus. Haselnüsse. Bis die Tage. Mach ich immer.